für die Aufstellung von Windkraftanlagen so angepasst werden, wie sie in Sachsen-Anhalt gelten. In Sachsen-Anhalt steht pro 9,1 Quadratkilometer Fläche des Landes ein Windrad, in Baden-Württemberg steht pro Quadratkilometer pro 99,3 Quadratkilometer ein Windrad. Beides sind Binnenländer. Sachsen-Anhalt ist bekanntlich kein Küstenland, genauso wenig wie Baden-Württemberg. Und beide Länder haben ungefähr ähnliche Voraussetzungen für den Ausbau der Windkraft. Das heißt, man müsste die Windkraft ermöglichen durch Landespolitik, durch das Gegenstromprinzip in Zusammenarbeit mit den Kommunen. Und das ist eine Aufgabe, die wir hier bewältigen können. Bereits bis 2020 mehr als 60% der Stromversorgung aus heimischen erneuerbaren Energien sicherzustellen. Was bis 2020, also bereits in 10 Jahren, möglich ist, die Energieversorgung derart umzustellen, können wir bis 2050 problemlos 100% aus heimischen dezentralen erneuerbaren Energien herstellen. Deswegen ist es nicht erforderlich, dieses Mini-Element, was Herr Dr. Trieb eben genannt hat, Desertec, sozusagen das Element des Stromexports, des Stromimports aus der MENA-Region sicherzustellen. Diese 15% brauchen wir nicht. Es wäre ein überflüssiger Ausbau eines gigantischen Stromnetzes, das sogenannte Supergrid, was Investitionen verursacht, die einfach nicht erforderlich sind, die wir lieber in den Ausbau heimischer erneuerbarer Energien stecken sollten. Die Vorteile der heimischen dezentralen erneuerbaren Energien liegen ganz einfach darin, dass überall auf der Welt, jedes Land der Welt, genau Marokko wie Deutschland, kann sich aus heimischen erneuerbaren Energien selbst versorgen. Und das ist eine Aufgabe, die wir alle anpacken sollten, unterstützen sollten, auch aus Deutschland, die Technologie, die wir haben, in der MENA-Region einzusetzen. Von daher den Teil des Desertec-Projekts unterstützt Eurosolar selbstverständlich. Dass wir zur Unabhängigkeit dieser Energieversorgungen von Energieimporten beitragen. 96% hängt zum Beispiel Marokko von dem Import von Erdöl und Erdgas ab. Wir brauchen eine überall auf der Welt Arbeitsplätze und neue Wertschöpfung statt Energieimporte. Das können wir durch die heimischen erneuerbaren Energien leisten, im Handwerk, in der Landwirtschaft, in den mittelständischen Unternehmen, die Anlagen herstellen, bei den kommunalen Energieversorgungsunternehmen in jedem Land der Welt. Die Rekommunalisierung ist ein Ziel, was damit zusammenhängt, lieber dezentral Einheiten schaffen, als sich abhängig zu machen von Konzernen, die ihre eigenen Interessen nur vertreten, mit Großkraftwerken viel, viel Geld verdienen und das mit Desertec weiter tun möchten. Statt weniger Konzerne, viele Akteure, das führt zu einer Pluralisierung und zu einer Demokratisierung der Energieversorgung. Endlich, sage ich, was hier in Stuttgart ja auch das Ziel ist, der Initiative für die Rekommunalisierung der Energieversorgung weg von Energie Baden-Württemberg, weg von diesem Atomkonzern hin zu den lokalen Stadtwerken. Desertec passt den Konzernen ins Konzept. Ich würde niemals die hier Anwesenden beschuldigen, sie wollten für Atomkraft eintreten oder für neue Kohlekraftwerke. Ja, das ist in keinster Weise mein Anliegen. Aber strukturell passt es einfach in das Konzept der Energiekonzerne, dieses Supergrid. Das ist ein noch zentralistischeres Energiesystem. Statt die überall anfallenden, dezentralen, erneuerbaren Energien, Solarstrahlung gibt es überall, Windkraft gibt es in unterschiedlicher Intensität überall, Biomasse, außer in der Wüste, gibt es fast überall. Und Wasserkraft gibt es auch in unterschiedlicher Intensität fast überall, sogar in der Wüste, nur zu ganz bestimmten Regenzeiten. Das heißt, man muss diese überall vorhandenen Reserven nutzen, anstatt weiterhin aufzuschieben und zu warten darauf, dass die Konzerne handeln. Das Wichtige am Erneuerbare-Energien-Gesetz ist ein soziales Element, nämlich die Investitionsbereitschaft von breiten Schichten der Bevölkerung anzusprechen.
Familien investieren in Deutschland mehr Geld im Jahr 2009, wo der Riesenboom losging, gerade im Bereich der Photovoltaik, investieren Familien mehr Geld in erneuerbare Energien als die Konzerne, die dauernd behaupten, sie würden so viel tun und damit ihr Marketing aufbessern. Das Greenwashing, so hat es Hermann Scheer genannt, findet statt, um die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke durchzuboxen und um neue Kohlekraftwerke, die beantragt sind, zu bauen und zum Teil schon genehmigt sind. Und hier dient den Konzernen natürlich dieser Effekt als eine Perspektive, ja, wir wollen doch auch in die erneuerbaren Energien, aber dann irgendwann mal, wenn in 20 Jahren oder vielleicht in 10 Jahren, so wie es geplant ist, eine Leitung quer durchs Mittelmeer, durch 1000 Meter Tiefe, durch das Mittelmeer verlegt ist. Genauso die Aufschubstrategie bei der Offshore-Windkraft, wo immer wieder gesagt wird, wir können erst dann Offshore-Windparks bauen, wenn die Leitungen von der Nordsee runter ins Binnenland verlegt wurden, die neuen Hochspannungsleitungen. Im Atomkonsens steht, die Atomkraftwerke sollen abgeschaltet werden. Da würden genug Kapazitäten frei werden, um dieses Netzproblem zu lösen. Aber, und in Norddeutschland gibt es etliche Atomkraftwerke, aber anstatt diese Atomkraftwerke vom Netz zu nehmen und freizumachen für Offshore-Windstrom, will man noch zusätzliche neue Trassen bauen und die Atomkraftwerke am Netz behalten. Und all das muss man im Zusammenhang sehen und dann ist es sinnvoller, auf die dezentralen erneuerbaren Energien zu setzen. Die Kernelemente des erneuerbaren Energiengesetzes, Einspeisevorrang, Abnahmepflicht der Netzbetreiber und kostengerechte Vergütung dafür sich einzusetzen politisch, dass das erhalten bleibt, für eine neue Raumordnungspolitik in Deutschland zu kämpfen, damit endlich der, in ganz Deutschland der Ausbau der Windkraft vonstatten geht und die Photovoltaik weiter so zu fördern, damit sich es rentiert, in diese Anlagen zu investieren. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Knappen 8 Minuten perfekt eingehalten. Als nächstes habe ich einen Vertreter derjenigen, die dieses Projekt vorantreiben wollen, nämlich der Desertec Industrial Initiative. Thorsten Marquardt ist im Management dieser Initiative, zu der mittlerweile eine ganze Reihe namhafter Unternehmen, großer Konzerne auch gehören. Und ich denke, von ihm werden wir jetzt was zu hören kriegen. Was ist so reizvoll an Desertec auch für uns in Mitteleuropa? Also das Gegenteil von dem, was wir eben gehört haben. Wir werden vielleicht auch was zu hören bekommen zu der Frage, ist es mehr als eine Träumerei oder Fata Morgana, was ja manche auch erwähnen. Und vielleicht kriegen wir auch was zu hören zu der Frage, wo kommt das Geld her für so ein Riesenprojekt? Stichwort 400 Milliarden Euro stehen ja im Raum, was ich so gehört habe. Und der nächste Punkt ist dann auch, wächst da ein neuer Monopolist heran? Das sind eigentlich Fragen, die wir vielleicht jetzt schon diskutieren können oder Antworten drauf bekommen oder spätestens in unserer Diskussion. Ja, vielen Dank für die Präsentation, die gerade suchen. Herr Botschafter, 8 Minuten für so ein Projekt, auch wenn es klein geredet wurde heute, ist verdammt knapp. Ich mache mal ganz kurz einen Durchflug und wenn ich über einige Bilder mal ganz schnell rüberfliege, dann verzeihen Sie mir das. Ich werde die Präsentation im Nachgang dann sicherlich auch finden. Ich steige mal direkt ein. Die Wüste, über die wir reden, sieht etwa so aus. Es ist nicht die Sahara, die Sie vielleicht aus vielen Bildern kennen, mit viel Sand und Dünen und so weiter. Das würde den Sandabrieb auf den Spielraum unnötig forcieren. Es ist flach, weiträumig, weitläufig, häufig Steinwüste und da würden dann solche Anlagen gebaut werden, so dieser Typs, was sich Parabolrinne nennt, Spiegeltechnik mit einem Receiver in der Mitte, der die Wärme dann umwandelt, eine thermische Wärme, die uns vorhin von der Flieg gehört. Das Ganze sieht in Spanien gebaut dann etwa so aus, das ist die Undersold-Anlage. Die gibt es also schon, ist allerdings von der Größenordnung nur etwa ein Fünftel von dem, was wir für erste Kraftwerke in der Wüste planen würden. Eine zweite Technik wäre Solar Storm, haben Sie vielleicht schon mal gesehen, die Bilder. Ähnlich aufgebaut von der Technik, allerdings über einen einzigen Receiver. Da wird gespiegelt auf einen Turm und dann umgewandelt. Der Turm sieht dann so aus. Wenn Sie Luftfeuchtigkeit haben, dann können Sie die Sonnenstrahlen in der Tat auch so sehen. Und da haben Sie auch schon eine niedrige Temperatur. Also die technischen Details, die kann der Betrieb an der Stelle viel besser erklären. Ich will mal so ein paar neue Facetten reinbringen und die Diskussion zentral, dezentral nachher auch mit Ihnen noch weiterführen. Das Bild haben Sie mal gesehen sicherlich, das ist die ursprüngliche Idee.
Sonnenenergie insbesondere, aber auch Windenergie schauen wir uns an, in den nordafrikanischen und mittleren Ostenstaaten anzuschauen, anzuzapfen, um davon natürlich einen ganz erheblichen Teil, wenn nicht gar alles, in der Wüste zu lassen, zum Verbrauch, aber natürlich auch, und Sie haben es gesehen, wie viel es am Ende ist, einen Teil in den europäischen Raum zu transportieren. Warum das wichtig ist, komme ich gleich nochmal zu. Das ist die Ausgangslage im Erzeugungsmix zurzeit in den nordafrikanischen Ländern. Ist deshalb wichtig zu erwähnen, weil auch der Botschafter jetzt kennen, in Marokko haben sie noch einen Anteil von Wasserkraft dabei, in allen anderen nordafrikanischen Ländern sind sie schon auf fast ausschließlich fossilen Brennträgern. Wenn sie dann dazu sehen, dass sie Wachstumsraten zwischen 5% und 7% in diesen Ländern haben per anno, was deutlich den europäischen Rahmen übersteigt, dann brauchen sie gehörigen Zubau. Und deshalb haben sich diese Länder auch ganz große erneuerbare Energien Zuwachspläne gesetzt. Warum? Klar, die Windpotenziale und die Sonnenpotenziale sind erheblich und sie werden mehr produzieren können, als diese Länder auch nach zukünftigem Verbrauch jemals verbrauchen können. Und deshalb glauben wir auch, dass da der Exportanteil in der Regel kein Problem sein sollte. Nur zwei, drei Worte zu der Industrieinitiative. Sie ist gegründet worden von der Desert Foundation, die sich mit der Erschließung der Wüsten weltweit zu dem Thema beschäftigt, eine Stiftung, die hier bei uns auf der linken Seite auch als Aktionär unterwegs ist. Ansonsten sind wir zwischen 51 Partner aus 12 Ländern, also schon lange keine deutsche Industrieinitiative mehr, sondern eine europäische. Wir haben drei nordafrikanische Unternehmen dabei, wir werden weitere aufnehmen. Das mit der Mission und den Zielen mache ich mal ganz kurz. Wir wollen es einfach umsetzen. Die Idee, die Sie jetzt mehrfach gesehen haben, in die industrielle Umsetzung bringen, denn die Anlagen müssen gebaut und finanziert werden. Und wie im Einzelnen schauen wir uns an, indem wir drei Bestandteile durchleuchten, einmal die Erzeugungsseite, die Anlage haben Sie gesehen gerade. Wir werden überlegen müssen, wie werden es langfristig finanziert über Märkte. Hier in Deutschland finanziert man über Strompreis, das kennen Sie, ein Element davon, zahlen Sie jeden Monat in Ihrem Strompreis. Aber natürlich ist die wichtigste Komponente der Transport. Das sehen Sie nicht nur in der Diskussion in Deutschland, da ist es am stärksten, weil der Zuwachs an erneuerbaren Energien zurzeit ganz, ganz starke Anforderungen an den Netzausbau stellt. Wie Dena hat zuletzt gesagt, 90 Kilometer von mehr als 3000 Kilometer Übertragungstrassen für den Transport und damit für die intelligente Nutzung der Netze müssen noch gebaut werden. 90 sind erst gebaut und über 3000 müssen gebaut werden. Also Transport ist in der Tat ein Riesenproblem. Dann kommen wir auch schon zu dem Punkt, mit dem sich die Industrieinitiative im Wesentlichen beschäftigt. Ja, es funktioniert nur, wenn man damit auch Geld verdient. Das heißt, sie brauchen ein Geschäftsmodell. Ein Geschäftsmodell für Staaten in Nordafrika. Und sie brauchen ein Geschäftsmodell erst recht, wenn sie das nach Europa transportieren. Und das Einzige, worüber man diskutieren muss, was ist die angemessene Rendite für erste Anlagen. Wenn jeder von Ihnen sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach baut, dann macht er das in der Regel nicht aus Idealismus, sondern das, der hat deshalb, weil das BEG im Moment gutes Geld dafür bezahlt und Sie damit auch Ihren Strompreis im Prinzip verdrängen und Sie sehen, dass es für Sie auch persönlich auch einen Vorteil hat. Insofern werden Investments in dieser Region nur dann stattfinden, wenn entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden, die dann auch Rückflüsse zulassen. Und das ist genau das Problem in Nordafrika. Hier sind die Strompreise bei einer ersten ganz groben Analyse, sind die Preise, die bezahlt werden können von den Menschen vor Ort, von den Verbrauchern im Strom, nicht ausreichend. Sie können gerade noch in Richtung Wind überlegen, ob das funktioniert. Deshalb werden in Marokko auch Anlagen gebaut. Aber für Solar sind sie fernab von Gut und Böse mit den Kosten und diese Kosten müssen runter. Zudem haben Sie ein schönes EEG in Deutschland, das aber auf solche Geschichten, auf Exportgeschichten nicht anwendbar ist zurzeit. Aber es ist ein Exportschlager und in allen anderen Ländern haben Sie Rahmenbedingungen im Bereich Feed-In- bzw. Einspeisesysteme, die entweder nicht anwendbar sind oder so noch gar nicht existent.